Wir sind hier in der Galeria Bar und wir haben hier eine Ausstellung von 7 Künstlerinnen. Ich bin eine davon. Und es hängen ein paar Bilder von mir, zum Beispiel das. Und dann hängt hier eines von mir. Tobogan im Water, kennt jeder. Und da liegt noch das Buch, das ist der Neues Lammerhuber. Das sind lauter Wien-Fotos. Das ist von Edition Lammerhuber herausgegeben. Meine ganzen Wien-Fotos, das sind Fotos, die ich alle mit einem alten Nokia-Handy mache. Und ich nenne diese Technik Pixelismus, weil man eigentlich jedes einzelne Pixel sieht. Ne? Also das ist so ein altes Nokia-Handy gewesen, das hat nicht mehr Pixeln. Und das ist das Tolle, weil das ist kein Filter oder sonst irgendwas, sondern so kommt es heraus aus der Kamera. Und das ist eben dieses Buch. Da sind sehr viele solche Fotos drin. Die habe ich auch schon im Dorotheum bei der Kunstaktion gehabt oder beim Westlicht bei der Aktion und einiges. Ja, wir haben uns zusammengefunden quasi, weil zu Ostern, die Luise hat mir das Lokal überlassen und da haben wir uns zusammengefunden, um diese Ausstellung zu machen. Und ja, ich finde, wir haben das eine gute Zusammenstellung gemacht und ja, jetzt müssen nur noch die Leute kommen und ein bisschen was vielleicht zumindest anschauen und uns loben. Das ist sehr wichtig für einen Künstler. Ja, dann da ist die Foni Junge. Das ist eine sehr, sehr liebe Freundin und Künstlerin. Von der sind zum Beispiel diese kleinen Bildchen, meine Lieblingsente. Das ist der Osterhase. Das ist dein Osterhase? Das ist mein Osterhase, der ist schwer überarbeitet. Und das da hier ist auch von mir. Ah. Auf der Rückseite steht natürlich auch was mit Ei. Ah ja, das ist mein Ding. Sehr lokalpatriotisch. Ja, genau. Und das sind so wie dieses hier. Das sind Spiegeleier und da steht immer hinten was mit Ei. Schwärmerei, Freizeit, Ei, Wei, Wei, das ist dieser Künstler. Ich habe mir meins hier angesteckt. Und das hat auch die Froni gemacht, diesen irrsinnig hübschen Hund. Nein, das ist ja Osterhaus. Ah, ja. Abgewandelter, ne? Dann hier sind meine Seidentücher und meine Seidensessel. Die werden mit Seide bemalt, handbemalter Seide werden die tapeziert, die Sessel. Hält besser als Stoff. Und was gibt es denn noch? Ja, hier ist die Luise Bulsmann. Der gehört die Galerie. Wir haben sie überredet, mit uns auszustellen. Das sind Drucke von ihr, Farbdrucke. Da gibt es noch das da, Merlin. Und das ist von der Theresia Eros, das ist aus Karton und Stoff verarbeitet. Das sind auch so kleine Bilderrahmen mit Tassen, da kann man Zucker oder Salz reinführen mit dem goldenen Löffel. Also es ist von
Leben was anderes. Wir wollten eben zeigen, dass auch verschiedene Sachen Kunst sind. Ne? Es muss nicht immer nur ein Bild, ein gemaltes sein, ne? Sondern es können auch andere Sachen sehr schön und dekorativ sein. Objektkunst, ja. Meine Objektkunst ist leider schon verkauft. Ich habe Langohrsaurier gemacht mit aus Gold, und aber die sind 3D gemacht, ja, ausgedruckt. Oh. Und dann halt mit Gold besprayt, weil die Lind-Osterhasen sind ja alle Gold. Ja, genau, die sind gut. Ja, das ist wieder die Kitty. Das sind die schönen Franz-Weiß-Bilder, die alle einen tiefen Sinn haben. Ja, das ist. Vielleicht sollte das ist die verrückte Hühnerserie sagen. Das ist jetzt die Künstler. Hühnerserie. Ja. Und die sind eigentlich nicht nur verrückt, sondern auch sehr zeitkritisch. Weil halt Ostern ist, schwirren die Hühner und die Eier hat ordentlich herum. Ja, ohne Hühner gibt es kein Ei. Da kann sich der Osterhase nur so anstrengen. Ja, genau. Es wird ihm nichts anderes übrig bleiben, als sich überall zu strengen, wenn er ohne Hühner kommt. Ja. Und das ist ein, das heißt, das ist ein Bild von mir. Eine Collage aus Mixed Media, und zwar heißt es Object of Desire, was lieben Männer, was lieben Frauen. Und das Bild heißt Kampf mit Spitzenworten, das heißt, die geschrieben werden mit Spitzenbleistiften. Und das Bild heißt Sankt Hubertus, weil das sind so Rehe und Sachen aus dem Wald, der verkleidete Obelix, und er schleppt in China schwere Pakete, viele, viele Fliegenpilze. Ja, große Teile sind gemalt und gedruckt und dann werden wieder so Streifen, das ist bemalte Seide, das wird dann hinein gesetzt. Jetzt haben wir aber noch was ganz Besonderes vergessen. Unsere Lieblingshenne. Das ist die Lieblingshenne, und zwar ist die von der Judith Ressler, die gern solche Sachen macht. Da haben wir noch etwas von der Judith Ressler. Und zwar, das ist das Spiegel. Ja. Dann habt ihr die Banane und das Brot. Statt dem Spinat. Diese Spinatnase, den habe ich auch gemacht. Also, aber nur so zusammengesetzt, und halt die Froni hat dann die Weißen, hat es dann ein bisschen ausgearbeitet. Und das heißt, nun capemus spinaciam, weil wir alle nicht gern Spinat essen und immer am Freitag Spinat gekriegt haben.